ersten besseren Aktionen jetzt von Nikolai Valiev. Wir müssen ein konditionelles Fragezeichen setzen. Bei Chagayev, bei Valiev haben wir schon des Öfteren gesehen, dass er diese Distanz kann, dass er diese Masse an Körper, an Muskeln, an Fleisch bewegen kann, auch über die volle, die Marathondistanz des Boxens über die ganzen 12 Runden. Jetzt hat er ihn in der Ecke, aber Chagayev kann sich befreien. Bringt zweimal die Linke. So wie es ihm der Trainer gesagt hat. Valiev bemüht jetzt, zumindest Aktivitätsbonuspunkte zu sammeln. Denn auch in der Hinsicht hat er es mangeln lassen in den vergangenen drei Durchgängen. Die achte Runde. Wenn er nach Punkten gewinnen will, braucht er praktisch von jetzt an jede Runde. Er hat das ganz große Geld noch nicht verdient, was er machen könnte, wenn er dann rübergeht in die USA oder wenn er vielleicht gegen Wladimir Klitschko boxt. Der Kampf, den angeblich alle sehen wollen, aber im Moment ist er davon weit entfernt. Nicht mehr ganz so konzentriert, Chagayev jetzt in dieser Runde. Ein bisschen hat er nachgelassen. Vielleicht schöpft er auch nur ein bisschen Luft. Sammelt Kräfte für die Schlussdurchgänge. Wo ich das sage, kommt sie wieder, aber auch Valiev kontert nochmal ab. Vielleicht nach längerer Zeit mal wieder eine Runde für Nikolai Valiev. Nikola Kiefer und Mario Gomez, sie haben sich kennengelernt in der Reha, beide ja handverletzt. Er war heute Nachmittag beim Spiel des VfB, haben Sie gesehen in der ARD Sportschau, 2:1 gegen Hannover 96. Und jetzt sind die beiden hier beim Boxen, auch in der Hand. Ich kann das Tempo nicht mitgehen. Die linke und die rechte einsetzen, dann kommt das Tempo von alleine. Nichts mehr. Die Uppercuts tun's. Er ist ja auch ein Mensch, du kannst es schaffen. Mein Ehrenwort, du kannst so arbeiten, wie ich will, wie ich dir sage. Die linke jetzt und dann die rechte. Klagt über das Tempo Nikolai Valiev und wird von seinem Trainer nochmal ermahnt, die Linke häufiger und die Rechte immer wieder einzusetzen und auch den Uppercut nicht zu vergessen gegen Ruslan Chagayev. Wieder gute Linke, die allerdings von weiter weg betrachtet, aus Sicht der Zuschauer gefährlicher aussah, als hier aus unserem nahen Einstand. Das war schon ein anderes Kaliber hier. Chagayev hat sich wieder gefangen, hat den besseren Auftakt hier im 9. Durchgang. Die Deckung von Chagayev, diese rechte von Valiev. Macht das weiterhin gut, lässt sich nicht auf Schiebereien ein, nicht auf Ringgefechte sozusagen, im wahrsten Sinne des Wortes. Da wird nicht gehasselt, da wird nicht gerungen, da wird nicht gegeneinander geschoben. Das wäre sicherlich ein Vorteil für Valiev, hat es bisher nicht gegeben, weil Ruslan Chagayev sich überhaupt in diese Situation nicht hineinbegeben hat. Immer wieder der Versuch von Chagayev, diese Linke einzusetzen, die bisher die gefährlichste Waffe in diesem Kampf war.
Da kommt sie wieder. Viel besser als das, was Valujev mit seiner Rechten bisher zustande gebracht hat. Schön erst zum Körper geschlagen von Valujev. Und auch wenn das nicht so schnell aussieht, da sitzt natürlich ganz schön was dahinter bei der Körpermasse. Das darf man nie vergessen. Valujev täte gut daran, noch eine Aktion zu starten hier. Gegen Ende des 9. Durchgangs. Beide haben dafür offensichtlich nicht mehr die Kraft. Wieder die linke von Chagayev, die immer wieder mal durchkommt. 10. Runde, Markus, ich glaube, es wird ganz eng für Nikolai Valujev. Ja, das denke ich auch. Also er muss jetzt die letzten beiden Runden klar gewinnen oder ihn K.O. schlagen. Sonst wird es wirklich richtig eng und ich denke, nach Punkten hat er mindestens 3-4 Runden zurück. Also das sieht nicht so gut aus. Du musst ihn mit deinen Schlägen erwürgen. Rechts, links, verstanden. Mach das, mein Junge, du kannst es schaffen. Es ist ein spannendes Gefecht. Die letzten drei Durchgänge, wenn sie denn absolviert werden, das weiß man ja nie. Erst recht nicht beim Schwergewicht. Punktvorteile auf jeden Fall für Chagayev, der gut eingestellt ist von seinem Trainer, von Michael Timm, dem 84er Europameister im Halbmittelgewicht, damals bis 71 Kilogramm, heute hat er selber um die 90. Aber das kann er verkraften. Auf meinem persönlichen Zettel habe ich 5 Runden für Chagayev, 2 für Valujev und 2 mit Wohlwollen unentschieden. Also Punktvorteile für den Herausforderer. Eine rechte von Valujev. Aber eine sehr gute Linke von Chagayev wieder. Viel schneller, viel ansatzloser und viel zielgenauer geschlagen. Es gibt keine Option bei diesem Kampf. Es ist eine Pflichtherausforderung. Für die hat er ohnehin sehr viel Zeit gehabt, Nikolai Valujev. 16 Monate nach seinem Titelgewinn, das ist ungewöhnlich. Boxt er die Nummer 1 der Rangliste. Da gibt es keine Rückkampfvereinbarung oder sonst wie was. Er hat nur heute hier diese Chance, seinen Gürtel zu behalten. Gute Rechte jetzt von Valujev. Aber er muss davon noch mehr bringen. Schluckt jetzt selber wieder eine Linke. Beide Boxer noch unverletzt. Noch keine größeren Spuren in den Gesichtern. Versucht, die Deckung herunterzuziehen mit Schlägen auf den Körper, Nikolai Valujev, und dann Chagayev am Kopf zu erwischen. Also Körperkopf, so wie es sein soll, aber bisher nicht im gewünschten Maße erfolgreich. Rechte knapp vorbeigezischt. Aber ist jetzt überlebt.